So, und da bin ich wieder und huch. Na toll, fängt gleich wieder an zu ruckeln. Na, jetzt habe ich mal ein bisschen was ausgemacht. Mal schauen, ob das jetzt besser klappt. Gut, wie viel haben wir jetzt nochmal? 5 Uhr schlag mich tot. Na toll, jetzt habe ich noch 5 Stunden, um mir irgendwie die Zeit zu verplempern. Was machen wir da in der Zeit? Warte mal. Wir gehen ein bisschen ins Internet. So. Mal schauen, was da noch abgeht. Wir müssen jetzt 5 Stunden totschlagen, also. Jefferson Convoy gerät in Hinterhalt. Wer das wohl war? Ausländische Gang unter Verdacht. Mal kurz lesen, wollen wir das wirklich? Robbie Jefferson, der frühe Staatssekretär für Sicherheitsfragen, war nach Liberty City gekommen, um eine Rede. Ach, stimmt, den haben wir beschützt. Über die wachsende Bedrohung durch das von den Migranten geleitete organisierte Verbrechen zu halten. Jefferson wurde allerdings selbst zum Opfer, als ein Konvoi auf dem Weg zur Civic Citadel in einen Hinterhalt geriet und er fast sein Leben verlor. In dieser Stadt gewinnt Gewaltverbrechen immer mehr die Oberhand. Und Leute wie Mr. Jefferson fragen in teuer bezahlten Reden nach dem Warum. Die Gesetze gegen organisierten Verbrechen, wie auch der Druck, der dank neuartiger Observationsmethoden auf den Verbrecher lastet, haben herkömmliche verbrecherische Elemente in dieser Stadt jahrelang geschwächt. Diese Lücke wird von hungrigen und skrupellosen Kriminellen gefüllt, die aus dem Ausland in unsere Städte strömen, so wie wir. Wie in jedem Industriezweig scheint es auch hier, als müssten diese neuen Gangs um jeden Preis erfolgreicher sein als ihre amerikanischen Gegenstücke. Und anscheinend sind sie bereit, für einen höheren Preis zu zahlen als andere. Bürgermeister Ochoa, okay, steht noch immer im Wort, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Bis dahin sind hilflose Bürger von Liberty City diesen ausländischen Gangstern auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Oh mein Gott. Tony Price, Dealerprozess, Parker-E-Vertrag, oh mein Gott. Mord und Schlag im Krankenhaus, ich glaube, das waren wir auch. Das war Anthony, oder? Was steht denn da eigentlich? Ein Kronzeuge, der dem Schutz der Polizei von Liberty City und des FIB unterstellt war, wurde im Westside Memorial Hospital ermordet. Der Zeuge Anthony Corrado kehrte gegen Jimmy Pecorino, den mutmaßlichen Boss der Alderney Mafia, aussagen sollen. Bla. Persönlicher Bodyguard. Ich schaue mal so kurz die E-Mails. Hä? Zieh weiter? Nico. Dann hast du offenbar doch ein Herz. Was schön für dich. Jetzt zieh weiter. Gib dieses Leben auf, für das du dich entschieden hast. Die Schlinge um deine Freunde und Partner zieht sich zu. Ich möchte nicht, dass du dann verwickelt wirst, denn das wird gewiss ein Blutbad von United Liberty Paper und Co. Ich antworte immer positiv. Danke für die weisen Worte. Viel Glück beim Versuch, die Welt zu beherrschen. Offenbar läuft es nicht so gut. Was? Gott, der Rest ist. Ein Freund möchte dich kontaktieren. Huch, hä? Das treffe ich nicht. So. Aha, ich schließe dich dem Netzwerk an. Entschuldigung. Okay, Spam. Heiße Frau. Was? Buff, der Ho. Okay, nein, danke. Ne, was? Jemand will dich treffen. Dein Highschool mit K, Klassentreffen. Jemand aus Highschool will dich treffen. Okay. Nein, danke. Gut, Stress plus Spam. Ja, demnach gibt es hier nichts Neues. Zack. Ja, bitte. Was wollen Sie? Lass mich hier raus. So, wie viel haben wir denn noch? Ach Gott, noch 3 Stunden. Ach komm. Machen wir uns mal langsam auf den Weg. Ist der Wagen eigentlich wieder ganz? Glaube schon, oder? Nein, nicht ganz. Nicht ganz, ganz. So, gibt's hier irgendwo in dem Paints? Ach ja, klar. Wir wollen doch mit einem schicken Wagen vorfahren. Wenn wir schon einen schicken Anzug anhaben, dann muss der Wagen natürlich auch stimmen. Bis aufs kleinste Detail. Irgendwie klappert auch etwas komisch. Ich glaube, es wird wirklich Zeit. Diese Farbe ist viel besser. Naja, das Rot gefiel mir eigentlich besser. Nee, egal, ich schicke ihn jetzt nicht nochmal da rein. Das Rot gefiel mir wirklich besser. Schade, dass man die Farben nicht auswählen kann.
Okay, ich hatte gerade rot. Hm. Aber das Grün, ich weiß nicht. Hm, betont jetzt nicht meine Augenfarbe. Hm. Passt jetzt auch nicht zu meiner Gefühlslage, ich weiß jetzt nicht. Naja, dann müssen wir halt jetzt damit leben. Kann ich jetzt auch nichts für. So, ach, ich weiß ja gar nicht, wo die Kirche eigentlich ist. Ach, wir fahren einfach mal in die Stadt. Shopping! Ach, keine Ahnung. Das ist keine... Das ist eine Kirche? Nee. Ich glaube, es ist aber nicht die Kirche. Ich glaube, es ist die gleiche Kirche, in der auch die Beerdigung war. Also, nicht die Beerdigung direkt, sondern ihr wisst schon. Doch, es war eine Beerdigung. Von Francis McCreary. Jetzt noch die Preisfrage. Wo zur Hölle war das nochmal? Es war irgendwo in der Innenstadt. Aber wo kann ich gerade nicht mehr sagen. Aber ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Nein, 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 nein. Nein, ich hab Kratzer. Jetzt ist alles auch schon für den Arsch. Fahr mal da lang. Oh, da ist der gleiche Wagen. Aber das Cabrio. Aber das ist die Polizei. Da war die Polizei. Da kommt die nächste Polizei. Probieren wir es trotzdem. Die Polizei hat es nicht gemerkt. Die Polizei doof. Ah. Sehr schön. Ist noch die Frage, wo ist die Dingens? Die Kirche. Oder ist die weiter unten? So, wir haben jetzt Zeit. Also ich... das Ganze ist schwarz. Schaut auch cool aus. Ja, ich weiß, ich wechsle heute sehr oft den Wagen. Aber das Ganze ist schwarz. Ist ja richtig geil. Oh, das passt doch schön zum Anzug. Der ist ja auch dunkel. So, heute halten wir uns mal an die Verkehrsordnung. Das wird interessant. Mal schauen, ob ich das durchhalte. Ich weiß ja nicht einmal, wo ich hin muss. Na toll, es ist rot. Ah, es ist grün. Nee, da muss ich nicht lang. Ich glaube, ich muss hier links. Ich fahre jetzt mal auf Gedeih und Verderben hier irgendwo hin. Ah, es ist grün. Sehr schön. Ah, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich habe die Kirche gefunden. Da ist sie. Toll, ich bin aber zu früh. Ich park mal hier ein. Oh Gott. Rückwärts einparken. Jetzt wird's lustig. Voll mit dem Wagen. So. Natürlich, erstmal voll gegen die Treppe hauen, die Tür. Das müsste aber die Kirche sein. Das war zumindest die letzte Kirche. Wir haben... Wir haben schon jetzt zwischen 12 Uhr, hä? Roman, was los? Roman? Wo zur Hölle ist denn die Hochzeit? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Habe ich irgendwas verpasst? Hier ist doch irgendwo eine Hochzeit, oder? Hä? Strange? Warum? Wieso? Boah. Okay, machen wir es anders. Wo ist denn hier das nächste? Ich glaube, das ist... Da kommt man einfacher hin. So, ich speichere jetzt ein paar Mal ab. Ich schlafe ein paar Mal, da vergehen ja immer 6 Stunden. So. Blutrot färbte sich der Himmel von meinem Zorn. Oh, eine zufällige Begegnung. Warte, machen wir das mal. Ist das Jeff? Jeff, bist du das? Nein, du hast eine neue Freundin. Oh, come on. Excuse me, I didn't see you. Hey, how you doing?
Remember me? You do, huh? Yeah, you took those photos of my wife. Yeah. My late wife. Yes, I remember you. Yeah, yeah, I owe you. Jeff owes you. Jeff and you, you know, buddies, pals, yeah? We've been through some shit together, didn't we? I don't know about that. That's why I feel I can tell you things. Please, yeah. Don't. Well, you know, life hasn't always been kind. My mom, you know, she left my dad. My dad... Very fucking interesting. I need a fucking friend, man. My life is hell, all right? Oh, I got married again. Yeah, yeah, that's right. She's a nice girl. Or so I thought. Here we go. She's up there right now. She's having a drink with her ex. Yeah, she's touching his leg. She's getting all wet. You've got to calm down. I need you to kill her. What? I'll pay. You're deranged. Then screw you. Screw you. Screw you. Calm down. Don't tell me to calm down. Calm down before I give you injury. God damn you. You're just like all the rest. Okay. Oh. What? Hello? Is this the police? Look, I'm bloody sorry about this, but I think I've run some poor chap over. He looks dead. No shit. Of course I'll hold. Ich sammle bloß den Dreck auf. Wollt ihr nicht da bleiben? Okay, Jeff ist tot. Na, seine Freundin hat er jetzt einen anderen, also wird das jetzt nicht so tragisch sein. Hey Jeff. Okay. Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Ach, jetzt kommt hier, speichert den halt hier. Okay. Ich habe die Mission erfolgreich beendet. Oder so. Den habe ich danach nie wieder getroffen. Also das ist mir jetzt auch komplett neu gewesen. Auch ein bisschen schockierend gerade. Das kam gerade so plötzlich. Ich habe mich auch gerade so ein bisschen gefragt, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Wenn Mission, er haut einfach ab, soll ich ihn jetzt irgendwie abfangen? Er soll jetzt nicht eigenhändig die Frau umbringen? Aber das hat sich ja gerade selbst erledigt, das Problem. Wenn man das so will. So, wollte ich mich nicht an die Straßenverkehrsordnungen halten? Egal. Ich bin ein knallharter Verbrecher, eiskalter Killer. Warum soll ich mich da an die Straßenverkehrsordnung halten? Hallo? Kiez noch? Nein! Boah, Gott, ich dachte schon. Ich will nicht mein Auto schon wieder verkratzen. Ich weiß, ich habe es jetzt dreimal gewechselt, aber ich will es nicht verkratzen. Ja, Polizei. Ja, stimmt, der Schnellwille 2. Hä, was steht denn da noch für ein Wagen? Steht jetzt noch ein Taxi oder wie? Warum steht da ein Taxi? Ah, Moment. So geht es ja mal gar nicht. Was will ich mit dem Taxi hier? So. So. Umparken. Und einparken. So. So. Wunderbar. Habe es endlich geschafft. Gut. Dann gehen wir hier halt nochmal. Machen wir halt einen langen Schönheitsschlaf. Hier ist wenigstens nicht so düster wie drüben. So. Schauen wir mal. Was war denn hier jetzt mein Speicherpunkt? 18.08. Das hört sich nach heute an. Speichern wir da mal drüber. So, einmal. Ich krieg das jetzt knallhart unzensiert. Die volle Ladung Action. Nico, I'm getting married tomorrow. Can you believe it? Make sure you get lots of beauty sleep. You need to be at the church at 10 a.m. though. Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. Hatte es nicht schon? Hatte.
Hat letzte Mal also gestern übermorgen gesagt oder morgen? Ich weiß es nicht mehr. Das kommt mir so seltsam gerade vor. Okay, jetzt speichere ich nochmal. Was? Da? So, so. Und wir hatten gerade 9 Uhr, sprich, es ist jetzt 3 Uhr in der Früh. Scheiße, wenn ich jetzt nochmal speichere gehe, dann habe ich 9 Uhr. Ist doch klar. He's fine. You better be better than fine, cousin. Get to the church for 10 a.m. and remember to wear some nice clothes. I want you looking good for the wedding.